ist so witzig. Marcel nimmt die Kette in die Hand. Da kommt Cosmo von hinten angerannt, weil er mit der Kette spielen will. Hier. Guck mal. Das gefällt ihm. Aposchi hat sich auch kurz betätigt. Hm? Seid ihr gute Helfer, ne? Helft ihr Papi bei der Schaukel. Ich freue mich schon drauf. Was denn? Ja, man spielt nicht mit Ketten. Macht schon Spaß. Und bewegt sich kein Millimeter. Nein? Nee. Stabil. Du kommst auch nicht hinten gegen. Puschi? Du meldest dich so wenig. Ich muss immer wieder nachsehen, ob es dir gut geht. Hast du gut geschlafen? Mal Puschi. Komm, wir gehen runter ein bisschen raus, bevor es komplett anfängt zu regnen. Guck mal, was für ein scheiß Wetter wir haben. Naja, gut, für mich ist es okay. Weil besser so, grau und trüb, als viel zu viel Sonne. Das mag ich nicht. Aber für euch ist doof. Ihr mögt keinen Regen. Naja, man kann nicht alles haben. Komm, Katzi. Cosmo ist schon unten und schreit. Cosmo? Wo sind Sie, Katzo? Wo bist du? Willst du rausgehen? Oh je. Ich habe für Cosmo einen neuen Kratzbaum bestellt. Der hier kommt dann weg. Ich denke, ich werde Beate fragen, ob sie ihn haben möchte für ihre Pflegestelle. Weil sie hat immer so Ersatz, sie soll einfach neu aufwickeln. Und dann hat sie einen super coolen neuen Kratzbaum. Und bei uns kommt dann ein anderer hin. Ja, weil die Katzen, die nutzen den ja nicht so richtig. Die Cosmo kratzt dran, aber keiner liegt drauf. So, das heißt, eigentlich brauchen wir da nur eine Kratzsäule. Und lasst euch überraschen, was da hinkommt. Ja, ich habe mir was einfallen lassen. Ja. Der glaubt nicht an meine Idee. Verstehe ich nicht, wieso. Der glaubt da einfach nicht dran. Aber ihr werdet sehen, das ist eine gute Idee. Ja, ist ja gut. Komm, ich lass dich raus. Guck mal. Du brauchst nicht mal ein Geschirr anzuziehen, weil du gehst eh gleich wieder rein. Guck mal, wie nass das draußen ist. Uah. Geh gucken. Los. Na, wie sieht's aus? Sag Scheiße. Die Stühle. Die Tische. Ist alles durch. Ach so. Liegt was Wichtiges in diesem Karton drin? Ja. Ist aber nass jetzt. Ist schlimm? Für Outdoor eigentlich. Für Outdoor? Also für draußen? Ja gut, dann dürfte ja nichts damit passieren. Ich habe es übersetzt, ja. Ja, weil Outdoor hört sich an wie Auto. Also könnte man denken, es ist für Auto und nicht für draußen. Außerdem muss ich echt aufpassen, wie ich rede. Ich sage viel zu oft Scheiße oder sonst irgendwelche Wörter, die man eigentlich nicht sagen sollte. Gerade weil auch ziemlich viele Kinder diese Sendung hier schauen. Also, tut mir leid, dass ich das manchmal sage. Ich versuche mich zu bessern. Aber manchmal rutscht es einfach raus. Cosmo, was machst du da? Oh, wer will das haben? Komm, bring rein, schnell. Schnell, rette dein Spielzeug. Katzi, bring's her.
Bring das her! Doch! Rette es! Er wollte nur nicht, dass es nass wird, wahrscheinlich. Sag Bescheid, wenn du wieder reinkommen willst, okay? Muss ich jetzt nicht beim heftigsten Regen dahin? Nee, es ist ja auch. Es regnet nicht so heftig. Es ist so. Jetzt nicht mehr? Nein, es ist okay. Guck mal, sonst würde Katzi schon längst wieder drin sein. Geh! Puschel, na los! Bringen Sie diesen Puschel hier nach draußen. Solange es noch nicht ganz so schlimm regnet. Und? Wasser. Pfui. Ihr geht. Bleib weg. Cosmo. Cosmo. Hey. Kommst du rein? Komm rein. Komm. Nein. Dann mache ich zu. Okay? Ich mache zu. Puschel ist ein bisschen böse, weil es regnet. Guck mal, Apollo, was dein Bruder wieder gefunden hat. Ich weiß, so habe ich auch geguckt. Das ist ekelhaft. Diese Ananas. Pfui. Ich habe aber Angst, sie zu waschen. Weil nachher sagt Cosmo, nein, du hast mein stinke Ananas gewaschen. Ich mochte diesen ekligen Geruch. Ich habe, das machen wir besser nicht. Vor allem hat er das irgendwann mit seiner scharfen Zunge aufgeschabt. Was war das? Das waren Marcells Eier. Im Eierkocher. Was soll man sonst bei Regen auch machen, ne? Wenn man nicht mal rausgehen kann. Der Pussy. Sei nicht böse auf Küssen. Er ist nur manchmal so eklig. Wenn das Wetter so doof ist. Jetzt kriegt Cosmo wieder nicht, was er will. Dann geht er zu Apollo und ärgert ihn. Aber das, was er will, kann ihm keiner geben. Und das ist gutes Wetter. Und er muss ja seinen Frust dann irgendwie ihm auslassen. Er macht das schon wieder. Cosmo. Cosmo. Was tust du? Ich hab dir gesagt, lass das. Irgendwann kotzt du noch. Der macht das wieder. Sag mal, spinnst du? Er tut zwar immer so, als ob das voll stinken würde, aber er klettert da trotzdem hin. Er tritt einfach auf ihn drauf, als würde er keine 7 Kilo wiegen. Kusche, reicht jetzt. Aber, wie ihr merkt, hat Apollo sich schon sehr beruhigt. Er faucht nur noch ganz, ganz selten Cosmo an und knurrt eigentlich gar nicht mehr. Wie süß Apollo guckt.